Jo, was geht ab, Fitnessfreunde? Ich habe heute schon 1300 Kalorien gegessen. Ich hatte Nudeln mit Hähnchenbrust und wieder so eine Sahnesoße aus Schmelzkäse und sehr viel Gemüse. Dann hatte ich einen Questbar, einen Proteinshake und ja, was ist das? Ja, genau, und eine Banane. Meine Kalorien habe ich mir trotzdem zu Ende geplant schon fürs Training, und zwar werde ich noch 650 Kalorien essen. Einfach mal Joghurt mit Obst und Nüssen. Und so werde ich später meine Kalorien voll haben. 2000, ja, das hier sind meine Macros. Jetzt gehe ich zum Training. Und wie schaffe ich das überhaupt, so wenig zu essen? 2000 Kalorien sind nichts. Normalerweise hätte ich richtig Hunger, wenn ich so wenig essen würde, aber wie gesagt, ich versuche so lange wie möglich nichts zu essen, nur Tee trinken, Kaffee und Supplements, mehr eigentlich nicht. Sind nicht ganz 0 Kalorien, aber nahezu. Und dann versuche ich dementsprechend 4 Stunden vor dem Training eine Mahlzeit, eine große, um satt zu werden, zu verdauen, dann zum Training und dann sofort nach dem Training die zweite große Mahlzeit. Und so ist meine Taktik, so dass ich praktisch nie Hunger habe, weil nach dem Aufstehen geht das eigentlich ein paar Stunden ohne Hunger zu haben. Nur mit Kaffee und Tee geht das schon einiges. Vielleicht noch ein paar Karotten und vielleicht ein paar BCAAs und Gerstengras und sowas. Vielleicht noch mit Saft. Dann kann ich schon meinen Hunger hinauszögern, dass ich keinen habe. Und ja, dann beim Training kann ich richtig, beziehungsweise vor dem Training, wie gesagt, 4 Stunden richtig reinhauen. Da habe ich ein bisschen Power fürs Training, immerhin. Weil wenn ich gar nichts essen würde vorm Training, habe ich ja früher so gemacht. Da bin ich aber auch morgens gegangen. Jetzt gehe ich nachts und da brauche ich schon mindestens eine Mahlzeit vorm Training, weil wenn ich den ganzen Tag nichts esse und nach dem Essen dann eine Mahlzeit und sofort schlafen. Entweder so hat sich das bei mir herausgestellt, also habe ich so herausgefunden, dass es für meinen Körper gut ist, dass ich meine Muskelmasse, soweit es geht, halten kann und trotzdem Fett abbauen kann. Oder eben halt, wenn ich morgens gehe, dann esse ich vorher nichts und esse dann eine Mahlzeit nach dem Training, dann etwas länger nichts und dann abends. So mache ich das zum Beispiel, aber ihr könnt es halt machen, wie ihr wollt. Hauptsache, ihr trifft eure Kalorien und eure Macros, ihr ernährt euch gesund, möglichst unverarbeitet. Dann werdet ihr euer Ziel erreichen und ihr trainiert natürlich hart, ja. Versucht keine Muskelmasse zu verlieren oder wenn möglich sogar stärker zu werden. Also keine Kraft zu verlieren oder wenn es geht, sogar stärker zu werden, weil das wäre das optimale Ergebnis in der Definitionsphase. Ich gehe jetzt mal da hinten rein. Ich sage euch nicht, was ich heute trainiere, weil dann schalten die meisten weg. Aber es wird ein gutes Training. Also heute war Beintag, aber der Tag war sehr interessant und ich sage euch gleich warum. Ich habe mal zuerst endlich mal 300 Kilo auf die Beinpresse gepackt und versucht, ja, so sauber wie möglich, möglichst ohne Bouncen. Ja, ein bisschen pralle ich da schon von unten ab, aber ich bin froh, sagen zu können, dass ich endlich die 300 Kilo fünfmal schaffe. Ich habe es inzwischen schon sechsmal geschafft, also ich arbeite mich da an die 8 oder 10 und dann wird wieder erhöht, aber auf jeden Fall ist Progression vorhanden, das kann ich, also so viel kann ich schon mal sagen. Dann bei dieser Übung habe ich mich irgendwie verletzt, keine Ahnung, ich weiß nicht, woran das liegt, vielleicht wieder an dem niedrigen KFA oder so. Ich habe was im Bein gespürt und die Kniebeugen waren dementsprechend echt scheiße. Ja, erstens habe ich die nicht so richtig gefühlt, ich hatte immer ein bisschen mit diesen Schmerzen zu kämpfen und ja, meine Vernunft sagte mir, geh nach Hause und mein Ehrgeiz, meine Leidenschaft und letztendlich meine Dummheit sagt mir, trainiere weiter. Und ich habe mich für Letzteres entschieden und habe einfach weitergemacht und gehofft, dass der Schmerz weggeht. Das Gewicht habe ich langsam erhöht bei den Kniebeugen, aber war nie so wirklich mit der Form zufrieden, weil ich fand immer, jetzt zum Beispiel hier zu sehen, dass ich mich zu weit nach vorne neige und dass der Arsch so ein bisschen früher hochschießt, als er sollte. Guck mal, jetzt. Minimal geht der Arsch zuerst hoch und dann erst der Rest des Körpers, ja. Und das ist so ein kleiner, ja, ich weiß nicht, ob das ein Buttwing ist. Ja, den habe ich ja,
eigentlich nicht drin. Das ist so einfach ein kurzes Hochschießen des Pos. Und dann habe ich versucht, mich weiter nach hinten zu lehnen, weiter aus den Hacken zu drücken. Und siehe da, es war besser. Ich muss sagen, ja, nachdem ich das so, also ich habe nach jedem Satz mir das Video angeguckt und ich dachte mir, wann ist es letztendlich so, dass ich zufrieden bin? Und erst dieser letzte Satz hier hat mich ein bisschen zufriedengestellt. Ja, da geht alles gleichzeitig hoch. Und ja, da war ich, wie gesagt, zufrieden, auch mit der Explosivität. Allerdings bin ich da nicht höher gegangen, weil, wie gesagt, wegen des Schmerzes. Aber es gibt Momente, wo das Training scheiße anfängt. Ihr wollt schon gehen und wenn ihr weiter trainiert, dann könnt ihr dieses Scheißtraining umdrehen zu einem geilen Training. Und das ist mir passiert. Ich liebe das Sumo-Kreuzheben. Ich liebe diese Übung. Ich habe mich hier immer weiter gesteigert mit dem Gewicht und das Gefühl war immer besser und besser. Ich hatte das Gefühl, dass irgendwie diese Übung dazu führt, dass meine Muskeln, Gelenke, Knochen sich alle wieder so mäßig einrenken. Da und dahin gehen, wo sie hingehen sollen. Und deshalb liebe ich diese Übung. Und ich habe mich einfach heute mal entschieden, hier meinen Rekord zu probieren. Nachdem das Training so scheiße begonnen hat, wurde ich immer motivierter und habe mich tatsächlich entschieden, hier die 120 Kilo zu ziehen, die ich noch nie gezogen habe und auch schon lange, lange nicht mal im Conventional Kreuzheben gezogen habe. Und im Sumo gingen die so einfach wie durch Butter fünfmal. Also da geht noch einiges und das hat sich extrem gut angefühlt. Wirklich, also Kreuzheben hat sich bei mir noch nie so gesund angefühlt und ich kann jetzt eindeutig sagen, dass diese Übung meinen Rücken nicht schadet, sondern wenn, dann noch besser macht. Bisschen Bauch trainiert, bisschen Beinstrecker gemacht, ja, fürs Gefühl so ein bisschen Isolation. Dann habe ich Hüftheben gemacht, ja, für den Arsch. Damit, also mit dieser Übung lernt ihr die Explosivität, vor allem fürs Kreuzheben, um richtig den Arsch nach vorne schießen zu lassen. Die hat mir auch sehr beim Kreuzheben geholfen, muss ich sagen. Dann auch ein bisschen Rückenstrecker für den unteren Rücken mit Gewicht und auch ohne. Und das war's auch schon. Ihr glaubt gar nicht, wie ich mich auf diesen Teller freue. Deswegen liebe ich Obst und Gemüse, weil man viel davon essen kann. Eine große Menge. Und diese große Menge hat nicht so wahnsinnig viele Kalorien. Ich habe das Gefühl, dass mein Körper diese ganzen Nährstoffe jetzt richtig absorbieren wird. Vor allem die Nüsse. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe einfach so ein Gefühl, dass ich jetzt Fett brauche. Gesundes Fett, vor allem von den Nüssen. Und ansonsten ja die Vitamine, das Eiweiß und die Kohlenhydrate, sprich den Fruchtzucker wird mein Körper natürlich jetzt auch gut gebrauchen können, da ich ja jetzt erst auf 1300 Kalorien bin. Und ich merke schon wirklich, jetzt kann ich wirklich zugeben, dass ich merke, dass mein Körper mir sagt, hey, Oscar, was ist los mit dir? Die Nahrungszufuhr wird weniger, der Fettspeicher wird weniger. Hallo, reiß dich mal zusammen, sonst verreckst du. So einen auf den, ja. Und das merke ich. Also ich bin ein bisschen schlapp. Ich bin mehr müde als sonst. Ich hatte nicht mehr ganz so viel Kraft beim Training, beziehungsweise Training war, ja, ich war nicht ganz so motiviert wie sonst. Aber ich muss sagen, ich könnte es noch krasser machen, ja. Ich könnte jetzt wirklich schlafen gehen und das nicht mehr essen und mit 1300 Kalorien schlafen gehen. Ja, das wäre ein Defizit von 1700 Kalorien für mich. Das wäre machbar, also das ist mein letzter Joker, aber den werde ich wahrscheinlich nicht einsetzen müssen, weil dann könnte ich praktisch nur Eiweiß und Gemüse essen. Nur Fleisch, Fisch und Gemüse und Quark und Eier, obwohl Eier haben ja schon zu viel Fett. Damit ich meinen Eiweißbedarf decke und halt meinen Mikronährstoffbedarf. Also ich könnte es machen, mein Defizit noch heftiger, aber brauche ich nicht, weil ich habe noch genügend Zeit bis zu FIBO und bis zu halt ein paar anderen Projekten, die ich habe. Und
Da ich mich heute jetzt so ziemlich müde fühle, ich hatte das ein oder andere Wehwehchen beim Training gemerkt, heute werde ich mal, denke ich mal, zwei Tage Pause machen. Und ja, so, also, so macht man das. Also wenn ihr euch nicht so fit fühlt, dann macht ihr einfach Pause. Weil die Leute sagen zu mir, also ich krieg Fragen, zum Beispiel, Oskar, soll ich jetzt trainieren oder nicht? Oder komm, also soll ich jetzt trainieren oder komme ich dann ins Übertraining? Wer soll ich das wissen? Ja, das musst du selber fühlen. Wenn ihr geplant habt, zum Training zu gehen und ihr fühlt euch schlapp, müde, motivationslos, ihr wollt nicht zum Training, ihr habt noch viel vor, und dann geht nicht zum Training, weil so ein Training bringt nichts. Ja? Andererseits aber, falls ihr den Regenerationstag geplant habt, zum Beispiel, und ihr fühlt euch topfit, ihr fühlt euch, als könntet ihr Bäume ausreißen, dann geht zum Training, dann scheißt auf den Regenerationstag, weil man geht nicht zum Training, weil man muss, sondern man geht zum Training, weil man will. Und so sollte man halt auf seinen Körper hören und nicht von vornherein sagen, ich komme ins Übertraining oder ich mache dann Pause, ich mache dann Training. Klar, man kann sich das so festlegen, aber man sollte sich die Option offen lassen, sich das kurz, also das kurzfristig umzuändern, wenn man doch nochmal merkt, entweder man will nicht zum Training oder man will doch, obwohl man geplant hatte, eigentlich nicht zum Training zu gehen. Ich werde mir jetzt, während ich das esse, nochmal was anschauen. In letzter Zeit, muss ich zugeben, gucke ich gerne Dokus. Ich habe eine Doku gesehen über schlaue Vögel. Das war richtig interessant. Ich weiß leider nicht mehr genau, wie die hieß. Aber einfach bei YouTube. Irgendwie schlaue Vögel oder so. Es klingt jetzt schwul oder so, aber es ist wirklich interessant. Oder Der schlauste Mann der Welt habe ich gesehen. Richtig interessant. Oder irgendwie so eine Steinzeit-Doku. Also ja, für mich, also ich lerne dabei was, wenn ich Dokus sehe. Und ich mag das einfach, weil es ja so interessant ist, neue Sachen zu erfahren. Aber ich denke mal, heute werde ich wieder eine Folge Breaking Bad anschauen. Also ich werde der Serie noch eine Chance geben. Einige werden nur den Kopf schütteln. Oskar, wie kannst du das nicht weiterschauen wollen? Ich gucke jetzt seit vielleicht 2 Jahren Breaking Bad und ich wurde nie so richtig gebunden von der Serie, sodass ich weiterschauen musste. Ich habe immer wieder aufgehört und dann haben die gesagt, du musst weiterschauen. Also meine Kollegen oder so. Und dann habe ich weitergeschaut. Und dann habe ich wieder aufgehört, weil ich kam nicht so richtig rein. Und dann haben die gesagt, du musst weiterschauen, das wird geil. Und es wurde nicht geil. Und jetzt bin ich bei der vorletzten Staffel, so ziemlich am Anfang, Folge 10 oder so. Und jetzt sagen alle, dass es überkrass werden soll. Und dann die letzte Staffel nochmal Eskalation sein soll. Ja, und deswegen muss ich das gucken, also ich zwinge mich praktisch und hoffe, dass es dann wirklich so gut wird, wie alle sagen. Aber ich weiß nicht, vielleicht bin ich irgendwie anders oder keine Ahnung. Aber trotzdem, ich muss das zu Ende gucken. Ich habe zum Beispiel Game of Thrones mich auch gezwungen, weiter zu gucken. Und ich muss sagen, ich bin auch enttäuscht, weil so wie das gehypt wurde, war es, finde ich, jetzt nicht. Es gab ein paar gute Stellen, aber so krass fand ich das nicht. Und so ist das bei Breaking Bad auch so. Ich weiß nicht wieso, aber vielleicht sage ich euch nochmal das Gegenteil, wenn ich die Serie wirklich durch habe. Ich vertraue da einfach auf meine Kollegen und auf euch. Ihr habt es ja auch geschrieben. Und deswegen hoffe ich, dass es nochmal richtig krass wird, die vorletzte und die letzte Staffel. So, Fitnessfreunde, ich danke euch, dass ihr dieses Video angeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es war nicht zu viel Gelaber. Und ich beende das Video mit einem kleinen Zoom auf mein geiles Essen.